So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, schon Satisfactory. Geht's jetzt weiter. Bedanke mich schon für die neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Und wir mal von einem neuen Bildschirm, Computerbildschirm spielen. Hoffe, das ist auch flüssig genug. Wir brauchen auf jeden Fall meinen 4K-Fernseher Hilbert. Ich hoffe, ich habe hier noch ein bisschen, was ich sammeln kann. Ich weiß nicht, ob ich den Motorsäge schon machen kann. Ja, da ist kein Strom mehr. Ich habe keine Gebisse mehr. Im Moment. Ach, Moment. Glaube ich schon ist. Ah, ich habe hier noch das Holz. Aber das langt nicht. Definitiv nicht. Ich habe mir heute extra einen neuen Computerbildschirm gekauft, weil der 4K-Fernseher kaputt ist, worüber ich eigentlich auf gehen, ne? Jetzt habe ich mal ein Asus war im Angebot bei Mediamarkt in Basel. Macht jetzt mal keine 4K. Meine Medien auf meinem Reparieren lassen, denke ich. Hier hätte ich noch ein bisschen was. 500. Und dann erstmal. Da hinten noch. Ja, da kann man noch mal ein bisschen was machen. Das sollte funktionieren, wenn wir mal sehen. Ich finde das Bild schon nicht sauber. Muss ich schon ehrlich sagen. Eine ausgefallen bestimmt. Der läuft noch. Der läuft noch. Der andere ist ausgefallen bestimmt immer. Nee, doch nicht. Der läuft auch noch. Ist der ausgefallen? Nee, hier ist nichts ausgefallen. Der läuft noch. Der läuft auch noch. Ja, ich dachte, hier wäre was ausgefallen. Und hier wäre noch was dran. Hier habe ich noch Holz dran. Biomasse. Hier von ein bisschen was machen. Aber den Weltraum Luft.
400 könnte man. 8. So, kann man bestimmt. 8 Stück Schild. Und 200 Probleme. Das wäre schon okay. Finde ich. Hier schon mal was für ein Vorrat zumindest haben. Genau, der macht mir jetzt den modularen Rahmen hier, der eine. Jetzt wollen wir von der Kupferproduktion Kupferblöcke machen lassen. Er macht hier Draht und Kabel. Da musst du noch die Kupferblöcke machen lassen. Ja, und die Rotoren macht er auch. Die haben wir ja gestern. Macht jetzt 200 Rodungen. Da könnt ihr aufsplitten auf 100. Dann machen wir auch nochmal 200, finde ich. Da macht er 200 bestimmt. Geht der Rest schnell. Und 400 oder jeweils 100 und so. Warte, wir haben ja Bio-Treibstoff. Ja. So. Und der macht immer nur das eine. Wo hat er noch Biotreibstoff? Hier drin ist nicht.
Einmal die Mobiltonstufe. 28 Stück. Stück. So. 16 Stück. Immer benutzt. Die Kettensäge haben. Da habe ich die mir schon. Ja, habe ich mir schon gemacht. Hier. Da sieht man die Leitung, was wäre das für ein Gerät? Eine Kettensäge können wir auf jeden Fall machen. So. Hiervon brauchen wir die Eisenplatten. Du brauchst bestimmt auch Treibstoffe. Ne? Ah, oh, da fällt bestimmt noch was hin. Oh ne, doch nicht. Okay, das geht nicht. Hier bei den Bäumen aber. Kriege ich bestimmt Holz, ne? Tatsache. Aber das ist schon mal gut. Wenn ich Holz kriege. Und den Gefahr. Und dich lass dich dran. Das ist schon gut. Ah, Blätter und Holz. Hier wieder Mangel. Alles klar. Hier wieder Mangel. Und das langt uns mal. So, gut, dann haben wir das doch. Holz haben wir genug, davon haben wir genug. Hier wieder Mangel. Davon hier ist natürlich. Hier, der macht mir die Kabels. Der macht mir die Kupfer. Wenn die Kabeldinger voll sind, also mit dem Teil nicht funktioniert hat, muss ich nochmal ein separates Lager haben. Die Eisenplatten finden wir da. Da muss ich nochmal ein separates Lager haben. Kabel voll sind, dann geht das andere voll.
den Beton. Den Betonboden ist kommen wir ein. Eisenplatten. Dann habe ich das hier eigentlich gut. Genau, die haben auch die Eisenplatten. Die sind wir behaupten wollen. Ja. Die haben auch die Eisenplatten. War leider nicht da so gut, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Eisenplatten braucht er ja für die Rotoren. Nein, für die Platten. Und ich habe da hier nochmal separate Eisenlager gemacht. Kommt hier raus. Ah ja, die Schnallen. Die werden hier nach oben geflogen. Dann da unten, genau. Und hier in den Container kommen die Eisenstangen von dort aus. Genau. Kupfer ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Und die werden auch kein Problem sein. Nur die Außenplatten. Da müsste ich hier nochmal so verrottes abzweigen. Müsste ich hier nochmal abzweigen. Aber das wird nur kaum gehen. Oder hier eine Abzweigung machen. Ich muss hier nochmal einen Schmolzer hinsetzen. Das funktioniert. Eisenplatten brauche ich. Die fehlen, alles klar. Eisenplatten fehlen. Aber sowas. Noch neue sind selber Eisenplatten.
müssen. Mit Öffnung weg. Hier irgendwas hinlaufen eigentlich. Will ich hoffen. Also will ich hoffen, dass hier auch was hinläuft. Und da sitzt man nicht im Mund. Da sitzt ein bisschen blöd. Eigentlich müsste hier jetzt was laufen, wenn ich hoffe. Da muss ich doch mit hin, dass wir hier was laufen. Ich kann hochkommen. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Und hier kriege ich keinen Außenraum. Nicht Platz. Machen wir hier. Ich habe hier noch ein Stück. Ne? Und der macht schon. Moment. Ich habe noch ein Stück genommen. Laufen. Oh, da würde was laufen. Alles klar, dann brauche ich mir hier nur keinen Schmutz aufnehmen. Dann kann ich mir hier noch einen Schmutz aufnehmen. Alles klar. Ah ne, hier bald. Da brauche ich einen Konstruktor. Man hier ihren Konstruktor. Mir dann nur Eisenplatten macht.
Mit dem muss ich mich anders hinbauen. Der Baustelle. War schon vier. War schon vier. Ja, du hast auch schon vier hinten, ne? Schon viel, ja, ich muss mal gucken, ob ich mit den jetzt gesprochen habe. Ja. Machen wir mit den jetzt gesprochen. Da muss ich eine Stromleitung hinsetzen. Den könnte ich wegnehmen. Dann muss man hier hingehen. So, jetzt müsste das funktionieren. Das würde ich mir vorstellen. Ja. Dann muss ich zum Eisenbahn gemacht. Genau. Dann hätten wir einmal die Eisenplatten. Dann kann man so rauf, ne? Aber die Linksbums. Dann müsst ihr von hier aus. Ja, hier müssen wir mal einen Konstruktor hinsetzen. Dann müsst ihr von hier aus noch mal. Das gehört zu mir. Mal schauen, ob wir noch was. Ob hier was rauskommt. Wenn man den schon tief ist. Was nehmen wir hier auch? Dann haben wir noch einen Konstruktor. Ja, dann hätte ich hier noch mal einen. Der braucht auch Strom.
Achso, ich habe keine Eisenplatten mehr. Und dafür haben wir jetzt so das Ding gemacht. Sicherung durchgewohnt. Oh, hier muss noch einen Dingsbums hinnehmen. Oder ist einer fertig? Gut, aber das ist erstmal egal. Muss ich vielleicht mal gucken. Ist einer bestimmt schon fertig gewohnt? Dann ein bisschen höher setzen. Nee, du sollst doch nicht das Ding rausholen. Doch, der läuft ja auch da weiter, das sehe ich ja. Das funktioniert nämlich doch. Das funktioniert nur die Kupferbus, der macht. Sonst hätte ich alles schon. Das. Genau. Da muss ich nochmal einen auf jeden Fall haben. Ich brauche mal das hier. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Ist das ja ein Projekt im Wohnen? Jetzt läuft und jetzt läuft die nicht. Ah, hier den Boden. Irgendeiner ist mir. Ach, der ist mir. Bitte noch mal Strom. Mal Strom bitte ich. Passt. Kupferbürste, so. Dann hätten wir das schon mal. Müssen wir noch Biomasse machen? Wie lange? Eine halbe Stunde, glaube ich. Fast ja, hier muss man mal eben gucken, wie lange ich schon aufnehme.
35 Minuten. Können wir das noch im Pfeilchen ein? Und die werde ich dann wahrscheinlich noch ins Lager laufen lassen. Dann noch vorne wieder machen. Schätzungsweise. Ach ne, warte mal, der macht mir ja nicht den Modular. Macht mir nur die. Motoren. Warte, der eine war schon ein wenig drin, glaube ich. Jetzt mal nutzen. Das nicht. 54. Die drei Stück. Ein Konstruktor kann ja auch Biomasse herstellen. Habe ich gesehen gehabt. Ja, damit darf natürlich nicht automatisch. Ich muss dann ein paar Hund rein tun. Aber dann wäre auch noch eine Möglichkeit. Das war wahrscheinlich Schluss, wenn man noch so ein Teil aufbaut. Mit separaten. Bio. Strom, also der Bio-Generator. Was wollte ich als nächstes machen? Schwelle springen und den Wandelpunkt, der schon in die Schwellepunkt gefahren ist, und hinten sanft wandern. Und so, springen.
sagen, wird schon abgebildet. Die Logistik. Gut, schnell. Der Steinmetall können wir von der Hand holen. Und die Metallkettenproduktion ist gerade jetzt. Da ist hier. Nee, auch hier von dem Steinbau. Die Metallkettenproduktion wieder abzuholen. Lassen wir hier mal. Dagmar, ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr soweit gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken, meinen Kanal abonnieren, mir auf Twitter folgen, Facebook, Instagram, Twitch und TikTok. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge dann. Und tschüss.